Herzlich willkommen auf Krung San Luem. Wir sind seit gestern da und sind von Sihanouk angekommen. Dafür zeige ich euch vielleicht gleich nochmal ein paar Bilder. Das war nämlich nicht so schön. Und dafür ist es hier umso schöner. Hier sind Fenster, die sind ziemlich krass. Von drinnen kann man rausgucken, aber von draußen kann man nicht reingucken. So, Tür ist zu. Tür ist auf. Tür ist zu. Das bin ich. Das ist mein Mikro, das ist meine Kamera. Ach so, wer sich fragt, warum ich so nasse Haare habe, ich war gerade im Meer. Wir sind nämlich in einem wunderschönen Bungalow hier und haben ein Moskitonetz. Das brauchen wir auch ordentlich, weil hier ganz schön viele Moskitos fliegen. Und wir haben natürlich auch ein Badezimmer, das diesmal mit einer Schiebetür verriegelt ist. Und das Badezimmer sieht ziemlich cool aus. Schöne Regenwalddusche, Toilette und Waschbecken. Da sieht man mal, wo das ganze Plastik hingeht. Den Weg zu einem Leuchtturm. Wir gehen jetzt gerade zu dem Leuchtturm und eigentlich haben wir gedacht, dass wir ein bisschen durch den Dschungel gehen, aber es ist alles offene Fläche und es ist ziemlich heiß und wir haben glaube ich so 35 Grad, deswegen habe ich auch diesen schönen Turban an. Ich finde, optisch ist der ganz gut und hält auch schön die Sonne weg. So, es ist ziemlich windig hier. Ich weiß nicht, ob man mich hört, aber es ist ziemlich hübsch hier. Schaut mal.
Wir sind von Corong Sam Luem mit dem Minivan zu 8 ca. 3 Stunden jetzt nach Kampot gefahren. Und hier übernachten wir im Bamboo Bungalow. Das sind nämlich so ganz schicke Bungalows, wo wir jetzt die nächsten Tage übernachten. Und ich zeige euch jetzt mal die Unterkunft. Hier muss man nämlich einmal eine Treppe raufgehen. Treppe sieht von oben so aus. So, das ist die Veranda. Und das ist unser Bett und die Unterkunft. Bett. Ganz wichtig, Moskitonetz. Im Badezimmer zeige ich euch jetzt. Dusche, Toilette, Waschbecken. Und die haben hier kleine Babyhundis. Da sind die Babyhundis. Für heute ein Tuk-Tuk für $25 gemietet und fahren heute zum Bokor Nationalpark. Das soll ein schöner Park sein, Nationalpark sein, wo man eine verlassene Kirche sehen kann, ein verlassenes Kino, ein Wasserfall und ja. Und wir haben uns auch mal die Regenjacken eingepackt, weil da oben soll es vielleicht mal ein bisschen schlechter werden vom Wetter. Normalerweise ist Tuk-Tuk-Fahren auch eine willkommene Abwechslung, was Hitze angeht, aber heute ist es gar nicht so warm wegen dem Gewitter von gestern Abend. Ich denke mal so 25 Grad ungefähr. Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde im Berg raufgefahren und es ist relativ neblig leider. Man kann ein bisschen die Landschaft sehen. Und jetzt gucken wir uns eine große Statue an. Das sind hier die 12 Tierkreiszeichen und Kichi und ich sind im Jahr des Drachen geboren. Wir sind hier vor einer verlassenen Kirche, die Franzosen noch erbaut haben und ja, jetzt ist sie halt verlassen. Wir haben jetzt mit einer total verlassenen Ruine gerechnet und 90% der Kambodschaner sind auch Buddhisten, aber anscheinend gibt es hier auch ein paar Christen. Das ist nämlich alles ziemlich neu hier. Gucken, wie es weitergeht. Und alles ziemlich besprayt. So sehen hier die Toiletten aus in Kambodscha. Mit den Tuk-Tuk-Fahrern läuft das eigentlich ziemlich gut hier. Die sind so ultra nett hier. Die meisten sprechen sogar Englisch und die fahren immer in der Stadt rum. Und dann kann man die einfach anquatschen. Wir haben jetzt heute unseren Tuk-Tuk-Fahrer für $25 gebucht, sozusagen. Muss man mal ein bisschen verhandeln, weil die einen natürlich immer auch Geld verdienen wollen. Und wir hören schön nette Khmer-Musik mit ihm und fahren hier durch die Gegend. Rollen, ne, rollen, kommt und kann die sein. Man, man, man.
Wir sind jetzt hier seit 8,5 Stunden ungefähr unterwegs und gerade wird unser Bus repariert anscheinend, weil er irgendwo Öl verliert oder so. Ist auf jeden Fall sehr spannend, die Reise. Ja.